Toms Autowaschanlage. Hallo Steve. Mhm. Das machst du wirklich toll, wie du die Straßen in Car City so schön glatt machst. Mhm. Was ist denn los? Da ist überall klebriger Teer auf deiner Walze? Ach du liebe Güte. Da fahren wir mal schnell zu Toms Autowaschanlage, um dich sauber zu kriegen. Ach du liebe Güte, Steve, schau dir all den Dreck an, den du hinterlässt. Hinter dir. Hoffen wir, dass Tom schnell für dich Zeit hat. Hallo Tom. Steve ist voll mit klebrigem schwarzem Teer. Kannst du ihm dabei helfen, ihn sauber zu kriegen? Das kannst du? Großartig. Dann fahren wir mal rein. Was kommt als erstes, Tom? Die Wasserstrahlen? Okay, dann schalt sie mal ein. Wasserstrahlen, um die oberste Schicht von Staub und Schmutz abzuspülen. Was ist denn los? Du meinst, kaltes Wasser wird all den klebrigen Teer nicht abspülen können? Naja, hast du eine andere Idee? Heißes Wasser? Großartige Idee. Mal schauen, ob das klappt. Sollen wir auch Seife benutzen? Welche Seife? Extra starke? Schließ deine Augen, Steve. Du willst bestimmt keine Seife hineinkriegen. Jetzt kannst du sie wieder öffnen. Bereit für den nächsten Teil der Autowäsche? Du bist bereit? Okay, dann geht's los. Jetzt kommen die Bürsten. Wie sieht das aus, Tom? Du meinst, wir müssen Steve noch härter schrubben? Okay, Tom, dann leg mal los. Keine Sorge, Steve. Tom geht nur sicher, dass du diesen schwarzen, klebrigen Teer loswirst. Wow, Steve, ich habe dich noch nie so sauber gesehen. Kannst du schon wieder zurück an die Arbeit? Toll gemacht, Tom. Pass auf, dort ist Teer. Oh, das war knapp. Bis bald, Steve. Vielen Dank, Tom. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.
Toms Autowaschanlage. Hallo Amber, musst du zu einem Notfall? Du bist dreckig überall, Amber. Alles in Ordnung? Wie bitte? Du hast mit Carrie Pfannkuchen gegessen und hast aus Versehen den Sirup umgekippt? Ach, Unfälle passieren, Amber. Jeder kann mal ungeschickt sein. Du fährst besser schnell zu Toms Autowaschanlage. Sirupflecken können mit der Zeit ziemlich eklig werden. Oh oh, es sieht so aus, als würde an diesen klebrigen Sirupflecken jede Menge Dreck hängen bleiben, Amber. Hier sind wir auch schon, Toms Autowaschanlage. Tom hat deine Sirene gehört, Amber, und er ist auch der Meinung, dass du auf jeden Fall eine Notfall-Autowäsche brauchst. Er hofft, du hast wenigstens die Pfannkuchen genossen. Was kommt als erstes, Tom? Wasserstrahlen, um den Müll zu entfernen. Das wäre getan. Nun müssen wir diese Sirupflecken abbekommen. Du denkst, Tom müsste eine Spezialseife benutzen? Du hast recht. Du musst gründlich sauber sein, wenn du im Krankenhaus ein- und ausfahren willst. Gute Idee, Tom. Benutze deinen Spezialschwamm mit der rauen Seite. Siehst du, so funktioniert es. Wir müssen sicher gehen, dass auch das kleinste bisschen Sirup entfernt wird. Wirst du das schwere Gerät benutzen, um Amber sauber zu kriegen, Tom? Jetzt kommt die richtig gute Seifenlauge, Amber. Fühlt sich gut an, oder? Okay, Zeit, diese Schmutzflecken zu entfernen. Was kommt als nächstes, Tom? Bereit, Amber? Kitzelt das? Zeit, den Schaum abzuspülen. Jetzt wird die Trocknung eingeschaltet. Es ist entspannend, wenn man so trocken gepustet wird, nicht wahr, Amber? War's das jetzt, Tom? Ist Ambers Reinigung beendet? Gute Idee. Ein bisschen Politur wäre nett, damit sie glänzt, wenn sie ihre Patienten besucht. Wow, Amber, du glänzt aber.
Du siehst brandneu aus und keine klebrigen Sirupflecken mehr auf dir. Amber sieht toll aus, Tom. Vielen Dank für alles. Tom denkt, du solltest dich eine Weile von Pfannkuchen mit Sirup fernhalten, Amber. Tschüss alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.